Leute, was geht? The Tyson Fitness hier und ich muss euch sagen, ich habe jetzt bei Ralf mal auf dem Channel geguckt und da habe ich mir tatsächlich einen Tipp abgeholt. Ich weiß jetzt den Schlüssel, um in den Ralf-Mode zu kommen. Und zwar geht das Ganze so, warte, ich zeige euch das mal kurz. Okay, jetzt war ich ganz kurz im Ralf-Mode, ihr habt's gesehen. Nee, Freunde, natürlich nicht. Das ist natürlich nicht ernst gemeint. Das ist natürlich nicht ernst gemeint. Und zwar hat der Ralf da irgendwie gemacht, ja, ich bin jetzt in der Lage, total schnell umzuschalten. Und dann zack, hatte er den Blick drauf. Und was er natürlich meint oder worauf angespielt wird, ist der mentale Fokus. Ihr habt ja bestimmt mitbekommen, dass der Ralf in letzter Zeit viel Kreuzheben macht und sowas. Und Bankdrücken, Kraft, Maximalkraft, bla. Und da hat er irgendwie über irgendwas geredet, da habe ich reingeguckt und meinte was von umschalten kann, Ralf-Mode. Also es geht ganz klar um den mentalen Fokus. Und da haben ein paar drüber geschrieben, ja, ist ja lächerlich, bla bla bla. Und ich meine, er hat das in dem Moment natürlich so ein bisschen und dann so bisschen übertrieben, aber an sich hat er recht, ja. Das sehe ich auch bei mir oder das seht ihr bei allen Powerliftern, zum Beispiel beim Big Pete, bevor der an so ein Gewicht rangeht, an ein hohes Gewicht, steht er einfach nur da, hört seine Musik. Das ist zum Beispiel ein erstes Anzeichen, wenn einer immer die gleiche Musik hört, dass er sich irgendwie fokussiert, ja, steht nur da und dann kommt ein Aufschrei, ein und dann geht er auf die Weights los, dann legt er sich hin und geht das und dann wird das gedrückt, ne? Und das hat alles was mit mentalem Fokus zu tun. Das ist bei mir auch. Zum Beispiel die 200 Kilo Kreuzheben, die habe ich ohne Musik gemacht, ohne alles. Ich war kaputt von der FIBO. Wenn ich das jetzt nochmal probieren würde, da würden noch 210 oder 215 gehen. Ich habe es ja noch nicht ganz maximal versucht. Aber versucht euch, wenn ihr einen maximalen Lift macht, den könnt ihr nicht machen, indem ihr da sitzt, weiß ich nicht, mit einem Trainingspartner. Ja, was hast du gestern gemacht? Ja, dies, das, ich mach mal eben Maximalversuch und gedrückt. So geht das nicht. Also, das hat alles eine gewisse Vorbereitung. Man muss einen mentalen Zustand haben. Man muss im Kopf ganz woanders sein. Man ist ganz woanders. Wenn ich vor einem Maximalversuch oder vor schweren Sätzen bin, ich eine Minute, habe ich nur meine Musik auf den Ohren und laufe im Kreis. Ich laufe nur im Kreis. Da wird mir leicht, dann wird es so leicht schwindelig, aber ich habe genau diesen Tunnelblick. Ich sehe genau den Boden, ne? Und das ist wirklich so, wie Ralf macht. Ich gucke dann auch so. Ich gucke so, Alter, so gucke ich. Warte mal. Das ist ja hier, wenn es dunkel ist. So. Freunde. Sieht man immer noch nicht besser. Aber auf jeden Fall habe ich auch diesen Blick, diesen Tunnelblick. Ich gucke. Ist mir egal, was um mich herum passiert. Ist egal, ob irgendeiner denkt, was ist mit dem los oder das ist scheißegal. Einfach nur den Tunnelblick. Meine Musik, ich schüttel den Kopf leicht mit dazu, dann gehe ich an das Gewicht und ich sehe schon vor Augen, wie dieses Gewicht hochgeht. Das ist ganz wichtig, dass ihr genau wisst, was ihr macht, dass ihr bam, 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 das im Kopf habt. Und das ist wirklich so. Also mentaler Fokus spielt beim Powerlifting eine ganz, ganz große Rolle. Das ist mit das Wichtigste, dass ihr mental da seid, dass ihr genau wisst, was ihr vorhabt. Wenn ihr eure Gedanken bei den Hausaufgaben, bei der Freundin oder weiß nicht was habt, dann funktioniert das meistens nicht. Dann seid ihr meistens nicht in der Lage, richtige Leistung abzurufen. Deswegen auch bei den 150 Halberkniebeugen. Ich hätte da keinen Maximalversuch machen können. Ich wollte keinen machen. Es hat einfach überhaupt nicht gepasst. Ja? Und es hat sich natürlich dann auch, also ich mache jetzt wieder Lowbar. Das hatte natürlich auch andere Gründe, aber ich hätte da keinen Maximalversuch machen können. Das heißt, wenn ihr, weiß nicht, wenn, oder auch Koffein oder so Booster. Booster machen ja nichts anderes als, es gibt diese, zum Beispiel One More Rap oder Jack 3D oder so, oder wenn ich mir, weiß ich nicht, 5 Koffeintabletten reinschmeißen würde, dann bekommt ihr diesen Tunnelblick, dann habt ihr diesen Fokus. Und dieses Fokus, wirklich dieser mentale Fokus auch, ist einfach sehr wichtig im Powerlifting. Und ihr könnt das ja mal selber für euch ausprobieren. Das ist auch bei mir, geht mal in euch selber vor so einem Lift, ja, und dann guckt ihr einfach nur in eine Ecke und dann fangt ihr an zu atmen. Zum Beispiel auch meine Atmung dann beginnt dann wirklich, dieses Ausstoßen wird kräftiger, ich atme kürzer meistens
Also wirklich so. Und dann ist wirklich, arbeite ich nur noch auf diesen Satz hin. Und was greift da so ein bisschen scherzeshalber, ich weiß nicht, wahrscheinlich war es ernst gemeint, so. Ich habe wahrscheinlich gerade eben auch in den Bildschirm geguckt, ne? Ich gucke gerade in den Bildschirm, jetzt gucke ich euch an. Und wieder weg. So gemacht hat, das hat auf jeden Fall auch einen Sinn und auch eine Berechtigung. Mentaler Fokus mit, also mentaler Fokus macht, sage ich, 5% macht mentaler Fokus aus. Und das ist bei einem Maximalversuch, sind das mal 5 bis 10 Kilo meistens. Von daher, ja Leute, gönnt euch mal ein bisschen mentale Fokussierung, ja, das kann man natürlich auch trainieren, auch wenn ihr es bei schweren Arbeitssätzen mal übt. Einfach mal alles andere ausschalten und nur noch sich darauf zu fokussieren. Das ist halt, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, wie das, ob ihr das auch so habt, ob das bei euch schon da ist oder ob das bei mir immer da war. Ich habe keine Ahnung, ich habe das nicht mitbekommen. Nur irgendwann spielt sich das halt so ein, dass man wirklich, auch selbst dann, wenn ich keine Musik dabei habe oder so, dann kann man sich auf andere Art und Weise mental fokussieren. Das ist genauso wie, wenn Micha da mit seinem Natural Pre-Workout ankommt oder so. Das ist halt alles nur Kopfsache. Das ist alles hier oben drin. Euer Pre-Workout, eure Fokussierung, euer Max-Versuch. Probiert's mal aus, Leute. Das ist mein Take zu mentalem Fokus. Und vielleicht werde ich dann natürlich auch noch ein größeres, also ein dickeres Video zu machen, wo ich da auch ein bisschen mit Studien arbeite oder so. Aber das war jetzt mal mein spontaner Take, weil ich das Video gerade eben gesehen hatte. Also Leute, bis dahin. Macht's gut. Peace.